So, und willkommen zu meinem ersten Let's Play, Let's Fail oder was auch immer. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrinnt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Okay, sonst nichts. Also, wie unschwer zu sehen ist, spielen wir hier mal eine Runde Portal 2. Da sich ja per diverse Personen gewünscht haben, das mit Kommentar zu machen, versuche ich jetzt mal ein bisschen hin und her zu labern. Egal. Fangen wir mal an. Also ich spiele das Ganze nicht blind. Das habe ich schon mal gespielt und das war natürlich schon falsch. Ich werde versuchen, eventuell noch ein paar Erfolge nachzumachen. Und sehen wir mal, ob das klappt. Ich habe keine Ahnung, was ich hier alles labern soll, also von daher nicht wundern, wenn ich mal etwas ruhig bin. Genau. Der Anfang ist noch relativ einfach. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Genau. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperstrafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Search Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. So, ich weiß jetzt noch nicht, wie ich es machen werde. Entweder mache ich so Kammer für Kammer oder ich mache so ein 15 Minuten Aufnahme. Mal sehen, wie es läuft und vor allem, wie mir Flaps die Festplatte zumüllen wird. Für den Fall, dass die Erde gerade von einem barbaren König, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird. Psst. Genau. Na bitte, geschafft! Auf dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Nö. Ich, oh! Upsi. Hallo. Siehst du die Portalkanone? Ja. Außerdem lebst du noch? Nein. Vielleicht sogar noch wichtiger. Weißt du, was ich mache? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf uns. Ich warte eine Stunde, dann komme ich zurück. Jo, dann warte mal. Wenn ich eine Leiche finde, werde ich sie begraben. Einverstanden? Gut. Hm. Also los dann. Wir sehen uns in einer Stunde, hoffe ich, wenn du nicht tot bist. Mal sehen. Ich gebe mein Bestes. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge, den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Dann bin ich ja beruhigt. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Okay, werde ich tun. Oh, wie gesagt, der Anfang ist noch relativ einfach und ziemlich langweilig. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3... 2, 1. Yeah, baby. Hey, weiter. Okay. Würfel. Komm raus. So, dann weiter. Nummer 4. Ein Würfel und das war's. Ach, die Kammer. Runter. Runter. Mitnehmen. Gute Arbeit. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Okay. Autsch.
ziemlich bruchfällig. Bruchfällig? Ach, keine Ahnung. Egal. Ein Riesen. Eine Katze. Was ist jetzt da rein? Hm? Bin ich gerade im Kreis gelaufen? Scheint so. Ja? Bin gerade im Kreis gelaufen. Das war schon mal sehr... Ja. Kein Kommentar. Und weiter geht's. Also mit den Ladebalken waren sie hier nicht gerade geizig. Wird das Enrichment Center mit Feuerbällen, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, halten Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. Okay. Da ist eine Fläche, da ist eine Fläche, da ist ein... Okay. So, vielleicht machen wir das am blödsten. Ach, hier. Würfel und so. Den Würfel hier drauf. Können wir jetzt da... Brauchen wir noch einen Würfel. Wahrscheinlich der da. Wenn ich dann hier ein Portal hinmache und da, ich glaube ich renne, da war doch irgendwas. Ups, hab ihn. Den nehmen wir jetzt mit hoch und dann war's das. Sehr gut. Das Enrichment Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Wandansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Dann bin ich sehr beruhigt. Muss man den lassen. 1,1 Volt, eine Kartoffelbatterie. Winke, winke. Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe ihm Gott. Okay. Also, dann werden wir wahrscheinlich irgendwie rumfliegen müssen. Okay, ich sehe schon. Schießen wir den Würfel noch hier rüber. Wäre auch zu schön, wenn er gleich durchfliegen würde. Mal gucken, ob das funktioniert. Jep, sehr schön. Sollten Sie keiner unserer Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben, willkommen. Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Ja, Mann. Wieder fliegen. Yippie! Klatsch. So, dann haben wir jetzt hier einen Würfel, den nehmen wir mal mit. Sonst muss... Nein. Müssen wir jetzt hinfliegen? Darüber. Funktioniert das so? Nö. So oder so? Keine Ahnung. Versuchen wir es einfach mal. Autsch. So, scheinbar berechtigt zu sein. Och nö. Muss ja nochmal springen. Sie können stolz sein, so weit gekommen zu sein. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stamm zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Werde ich tun. Takeo, hast du Zeit?
Ja. Die Person wird wissen, was ich meine, und ich meine es nicht böse. Um die Kerntestprotokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Okay. Hey, Kuckuck! Auch der schon wieder. Hey, super! Du hast die Portalkanone gefunden. Und was lernen wir daraus? Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Ist meistens so. Gut gemacht. Okay, hör zu. Ich muss dir was sagen. Und es ist nichts Angenehmes. Ja, komm, mach hin. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Oder ich muss sterben. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also mach dich bereit und fang mich auf. Sollte ich wieder erwarten, doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Auf drei. Bereit? Eins. Zwei. Los. Drei. Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Also, okay. Also auf drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also diesmal schon bei eins. Bereit? Drei. Fang mich auf. Ups. Auf. Ich bin nicht tot. Ich lebe noch. Neues Problem. Ich kann mich nicht bewegen. Bist du noch da? Könntest du mich vielleicht aufheben, wenn du noch da bist? Das ist ganz interessant, wenn man einfach mal wartet. Da kommen manchmal noch ganz lustige Sprüche zustande. Hallo? Kannst du mich bitte aufheben? Hier anscheinend nicht. Super, besten Dank. Schließ mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal was. Wird dich beeindrucken. Ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Kannst du dich kurz umdrehen? Nö. Ich kann nicht, wenn du dabei zuguckst. Okay, dreh dich wieder um. Ich hab dich gesehen. Die Hallentür, die hab ich aufgemacht, als du nicht hingeguckt hast. Boah, ey. Heb mich hoch und dann raus hier. Ach, muss und ich los geht's. Keine Schiene, die uns die Richtung vorschreibt. Das ist klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja. Kann ich ihn da runterwerfen? Am besten, wir folgen der Schiene. Schade. Oh, ein Turret. Oh, nein. Ja, hallo, wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Weiter, weiter. So, ich mache dann aber jetzt hier erstmal einen Schnitt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.